Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Wir sind hier immer noch in Königin Antonias Gemächern und werden uns hier noch einen Moment umgucken und gucken, was sie denn hier noch so hat. Hier ist zum Beispiel noch... Was ist das denn? Ist das so eine Art Lobus oder was? Aber der ist nicht rund. Das ist auch ein ganz interessantes Maschinum, aber was auch immer das darstellen soll und für das ein... Ach, das könnte so eine Art Sonnensystem sein, kann das sein? Das hier... Das sieht ganz nach so einer so ein Sonnensystem aus. Okay, gehen wir mal raus hier. Sagen wir noch der Herrscher von Kinos. Tschüss. Hier, die ist episch mal 4. Gut, dann gehen wir mal nach draußen. Der Feldmarschall will uns ja immerhin rauszusprechen. Der möchte nur so kurz wie möglich hier in dem Schloss bleiben. Irgendwie ist es ihm hier wohl unangenehm. Springen wir mal raus. So. Huch, was bin ich schon müde. Es ist teuerst gerade für mal 5 Uhr. Und ich bin gerade erstmal in der zweiten Folge. Das kann aber so nicht angehen. Alle. Das muss ich besser. Das ist einfach ein unhaltbarer Zustand. Ah ja. So, wo bist du denn her, Feldmarschall? Achso, du bist ja wieder unten im Herrschaftshaus, genau dort hinten. Gut, da müssen wir dann mal hinreisen. Dann nehmen wir mal unser schönes Wildschweinchen für. Da können wir, glaube ich, relativ schnell nämlich dann rüber reiten. Hier durch und gucken wir mal, ob jetzt Grafikfehler hier hinterher sind. Ja, sind ein paar. Schade, ich hätte mir eigentlich anders gewünscht. Naja, geht immer auch nicht einmal alles, wie man sich's wünscht, ne? Wir sind schon bald Level 44. Mit Level 44 besteht wieder eine Chance, dass wir mal endlich mal unserem Eiskomet kriegen. Also den Skill, den ich sowieso schon seit Ewigkeiten erwarte und erhoffe. So, Feldmarschall Vishra, was hast du denn uns Schönes zu erzählen? Seid ihr Son. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr euch das so vorgestellt habt. Das kam nicht unerwartet. Für die Königin kam die Stadt und ihre Bürger immer an erster Stelle. Ich hatte zwar gehofft, dass sie das Treffen verschiebt oder verlegt, aber ihre Entscheidung überrascht mich nicht. Was nun? Wir sollten uns auf ihre Reise vorbereiten, damit wir sie beschützen können, falls notwendig. Auf hoher See gestaltet sich das noch schwieriger, aber es ist unerlässlich. Ich werde mit den Anführern der königlichen Wache einen Plan ausarbeiten. Könnte ich dabei behilflich sein? Oh, das würdet ihr tun wollen? Ihr habt bereits bewiesen, dass viel in euch steckt. Eure Hilfe wäre daher für die Sicherheit der Königin äußerst wertvoll. Ich würde mich geehrt fühlen, Kinos und der Königin dienen zu dürfen. Das freut mich zu hören. Die Königin bereitet noch immer ihre Abreise vor. Wir haben noch ein wenig Zeit. In Ordnung. Ich habe eine Frage. Die Königin erwähnte, dass ihr sie seit ihrer Kindheit kennen würdet. Ja, das stimmt. Ich habe gesehen, wie sie heranwuchs. Oh. Ich kenne sie, seit sie ein kleines Kind auf einer Insel nahe Tränenfall war. Und begleitete sie auf ihrer Reise hierher, wo sie die Krone für sich beanspruchte. Das muss eine sehr lange Reise gewesen sein. Sie muss wahrhaftig mutig sein, wenn sie die lange Reise auf sich genommen hat, um ihr Recht in der Bale-Erbfolge einzufordern. Ha, ja, sie ist mutig, aber ehrlich gesagt wusste sie einfach nicht, warum sie sich auf die Reise macht. Moment, wirklich? Uns wurde zugetragen, dass die Ahnenreihe der Bales nicht mehr existierte, dass das königliche Schiff mit den überlebenden Familienmitgliedern auf See verschollen war. Königin Aphonia, die sich Antonias Herkunft bewusst war, sorgte dafür, dass die junge Erbin zur Stadt eskortiert wurde, für deren Schicksal sie nun gemeinsam mit einer Gruppe starker Krieger verantwortlich sein sollte. Und ihr nehme ich an. Richtig, und ich. Ein männlicher Vertreter der entlegenen Inseln wird ausgewählt, um die Krieger auf ihrer Reise zu begleiten. So ist es Brauch bei den Schwestern von Tränenfall. Wann hat Antonia herausgefunden, wer sie ist? Ihr sagtet, sie wusste es nicht, als ihr die Inseln verlassen habt.
Auf unserer Reise. Eines Nachts, als wir kurz vor Ankunft in der Stadt die Sterne betrachteten, habe ich es ihr erzählt. Sie glaubt, wir würden der Stadt Geschenke bringen und uns unsere Unterstützung zu sichern. Und damit lag sie gar nicht so falsch. Unser Geschenk war die Rückkehr des Hauses Bell. Die Rückkehr der rechtmäßigen Erbin. Das ist ein hartes Erbe. Ganz richtig. Sie bat mich, einen Augenblick allein sein zu dürfen. Und wurde sehr still. Eigentlich sagte sie den Rest der Reise überhaupt nichts mehr. Ich ließ sie in Ruhe und gab ihr damit die Möglichkeit, diese Neuigkeiten zu verarbeiten. Was passierte dann? Als wir in Kinos ankamen, fragte ich sie, ob sie bereit wäre. Und sie nickte einfach. Anfangs glaubte ich, sie sei böse. Aber jetzt bin ich der Ansicht, dass sie sich einfach ihrem Schicksal gefügt hat. Wir trafen uns mit dem Rat und überbrachten ihnen unsere Verweise für ihr die Herkunft Antonias. Nach einer kurzen Bedenkpause befand der Rat sie als echt und bestimmte sie zur rechtmäßigen Erbin. Was für Beweise? Wir hatten eine eidesstaatliche Erklärung ihres Vorfahren Antonius Bale der Vierte. Wir konnten ihre Ahnenreihe bis zu ihm zurückverfolgen und so konnten wir den Rat letztendlich überzeugen. Zumindest die meisten von ihnen. Hat denn jemand die Beweise angezweifelt? Ja, zu ihnen gezählten Bellinger die Drei und Baron Eisenschmied. Wir konnten sie nicht überzeugen. Und da Kyle Bale mittlerweile ebenfalls Anspruch auf den Thron erhoben hat, scheinen sie sich auf seine Seite geschlagen zu haben und stellen ihre Thronfolge in Frage. Warum konntet ihr sie nicht überzeugen? Sie haben uns überhaupt nichts geglaubt, bezeichneten die Papiere als Fälschung und meinten, das wäre unmöglich zu beweisen. Eigentlich hätte sich das Dokument nur sehr schwierig fälschen lassen, da nicht viele Schriftproben von Antonius zu finden sind. Was wir in der Hand hatten, schien vom Schriftbild zu passen, ließ sich aber auch anfechten. Aber können wir sie denn nicht trotzdem noch überzeugen? Wir müssten einfach weitere Beweise zusammentragen. In der Bibliothek müsste sich doch etwas finden lassen. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Aber die Bibliothek ist sehr groß. Etwas so Spezielles zu finden, wäre wohl ziemlich schwierig. Eigentlich haben sie ohne weitere Beweise das Recht, die Erbfolge anzufechten. Tja, vielleicht kann ich mich auf die Suche machen, während wir auf unseren Aufbruch warten. Ich werde mich in der Bibliothek umsehen und versuchen, etwas Brauchbares zu finden. Na gut, wenn ihr dazu bereit wärt, wäre das natürlich schön. Die Bibliothek ist allerdings ziemlich groß. Da werdet ihr eine ganze Weile suchen müssen. Hier, nehmt das. Wenn euch jemand Schwierigkeiten macht, wird ihm dieses Siegel beweisen, dass ihr im Auftrag von mir unterwegs seid. Oh ja. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich bin bald zurück. Schriftliche Beweise. Während wir darauf warten, dass Königin Antonia die Vorbereitung für ihre Reise zum Treffen mit der Handelsgesellschaft Weitersee trifft, habe ich mit Feldmarschall Wischra ein wenig über seine Vergangenheit mit ihr gesprochen. Er erzählte mir von ihrer Reise nach Tränenwald hierher und berichtete, dass ein paar Mitglieder des Rates ihren Anspruch auf den Thron immer noch in Frage stellen. Ich habe angeboten, nach Proben der Handschrift von Antonius Bale dem Vierten zu suchen, um zu beweisen, dass das Schreiben über ihr Anspruch recht ist. Ihr müsst zum Concordiumsturm gehen und die Bibliothek nach möglichen Proben durchsuchen. Yay. Concordiumsturm, da waren wir doch auch schon mal in der letzten Staffel. Werden wir dem also mal wieder einen kleinen Besuch abstatten. Ach ja, es ist so wunderschön lange her, dass wir so viele Sachen hier in Kinos gemacht haben. So, hier rum und dort ist der Magierturm. Der Turm des Concordiums. Werden wir auch nochmal von außen kurz betrachten. Moment. So. Ganz schön riesig, wa? Finde ich auch. Also gehen wir mal rein und gucken mal, was uns da drin erwartet. Ich meine, einige von euch müssten den Inhalt ja kennen, aber es muss ja nicht jeder hier den Concordiumsturm kennen. Also der Concordiumsturm ist quasi der Magierturm. So, wir gehen mal einfach mal geradeaus in den gelben Bereich. So, gucken wir mal, ist das schon der richtige Bereich? Der hat jetzt auch neue Quests für uns. Ui. Das heißt, wir können ziemlich bald auch mal wieder hier wieder weiter questen und alles. Boah.
Dort hinten ist ein Haufen von Büchern. Aha, wir haben eine erste Schriftprobe gefunden. Wunderbar. So. Einmal. So, dann wahrscheinlich im blauen Bereich und im roten Bereich finden wir wahrscheinlich jeweils immer eine Schriftprobe. Naja, so schwer sind wir die jetzt nicht zu finden, aber die Leute im Kino stellen sich sowieso immer ein bisschen an. Huch, hier gibt es sogar zwei Schriftproben direkt. Perfekt. Gut, gehen wir hier raus. Vielleicht kann mir ein Bibliothekar helfen. Wieso will ich einen Bibliothekar haben? Ich könnte das auch alles so finden, ja. Ich brauche keinen Bibliothekar. Okay, der ist in der nächsthöheren Ebene. Halb's einmal runter. Wir müssen gucken, ich glaube in die rote Ebene wahrscheinlich. Ja, komm, hopp. Genau, rote Ebene, perfekt. Dort drüben ist ein Bibliothekar. Bibliothekar Galdin, fragen wir doch mal. Ja, wie kann ich helfen? Hallo, ich suche nach etwas eher Ungewöhnlichem. Und ich konnte es hier nicht finden. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Aber natürlich. Sucht ihr denn? Ich suche nach Proben von Antonius Welts Handschrift. Ich dachte, vielleicht sind hier ein paar Proben. Aber ich kann keine finden. Nein, ich glaube nicht, dass ihr so etwas hier findet. Tut mir leid. Das ist wichtig. Ich habe hier ein Siegel von Feldmarschall Wischra persönlich. Wenn ihr irgendetwas tun könntet. Wischra hängt da mit drin? Ich verstehe. Na dann, in Ordnung. Es gibt einen Ort, an dem wir uns umschauen können. Oh, gut. Wo denn? Es gibt eine Kammer unter dem Turm, in dem einige alte Bücher aufbewahrt werden. Wenn es so etwas gibt, was ihr sucht, könnte es da unten sein. In Ordnung, wie komme ich dort hinein? Ich aktiviere das Portal für euch. Tretet ein, dann solltet ihr nach unten gelangen. Wenn ihr fertig seid, benutzt den Teleporter im Archiv. Er bringt euch zurück ins Erdgeschoss des Turms. Danke, mein Freund. Ich hoffe, die Suche ist erfolgreich. Durch das Portal. Welches Portal? Lalala. Ach, dort hinten ist ein Portal. Gut. Ab ins Portal. Hallo. Nee, ich bin hier noch nicht. Hallo, ich möchte teleportiert werden. Hä? Ich frage den Typ nochmal. Ich suche die Bücherschränke im Gewölbe. Hallo. Ach, ich muss das anklicken. Boing. Boing. Ich bin natürlich wieder ein Schlaukopf aller Größen. Naja. Okay, jetzt sind wir, oha, im Kellergewölbe. So, so. Büchergestell, wir müssen hier mal die ganzen Bücherschränke durchsuchen. Nichts Interessantes, nichts Interessantes. Wahrscheinlich ist es das letzte Bücherregal, was wir anklicken. Bin ich jetzt schon ganz sicher. Oh, wir haben was gefunden. Buchriecher? Ach du Scheiße. Besiegt die Buchriecher. Ja, wenn man nicht mehr gestunt wäre, dann könnten wir mal was machen. Hier, vereister Wind. Und da wir hier in einem instanzierten Gebiet sind, kann ich auch in aller Ruhe AOEs benutzen. Da ist der erste Buchriecher tot und der zweite und der dritte ist auch tot. Wunderbar. Unvollständige verzauberte Seite. Ach, nur ein bisschen was zu verkaufen. Na dann. Ach, wir sind schon fertig. Gut. Jetzt geht's zu Wischra zurück. Zum Turm erstmal zurück. Ah, das ist geil. Jetzt sind wir
damit fertig und dann geht's zurück zu Vishra. Also ganz ehrlich, die Vishra-Questreihe macht mir mehr Spaß als diese komische Propaganda-Questreihe von anderen. Ich möchte nicht gegen die Königin arbeiten, ich möchte für die Königin arbeiten. Deshalb schiebe ich die andere Quest auch irgendwie die ganze Zeit ein bisschen vor mich her. Wie man wahrscheinlich nicht unschwer erkennt, ne? Schön, euch zu treffen. Unser Aufeinandertreffen verschafft mir großen Trost. Hm, dankeschön. So. So, hier und dann hier hinten fällt Marschall Vishra. Da seid ihr ja wieder, Son. Seid ihr bereit aufzubrechen? Ja, aber ich habe noch etwas für euch. Oh, habt ihr etwas in der Bibliothek gefunden? Ja, und ich habe einige Informationen für euch zusammengetragen. Zunächst einmal habe ich einige Bücher gefunden, die sich in den abgesperrten Bereich der Bibliothek befanden. Die Schrift scheint mit der von Antonius Bale dem Vierten übereinzustimmen. Woher auch immer wir wissen, dass wie Antonius Bale des Vierten Schrift aussieht. Oh, das ist ja ausgezeichnet. Mit diesen Schriftproben und den Briefen ihrer Vorfahren kann die Königin alle Betrugsverdächtigungen zerstreuen. Ja, aber ich glaube, das ist auch anderen aufgefallen. Ich wurde von seltsamen Buchwesen in der Bibliothek angerufen. Vielleicht waren sie Wächter? Vielleicht wird dieser Bereich der Bibliothek normalerweise nicht von Besuchern betreten. Möglich, aber mich wunderte schon, dass der Bibliothekar, mit dem ich gesprochen habe, mir nichts von den Wächtern erzählt hat. Er hat mich schließlich dorthin geschickt. Ich fürchte, jemand war daran gelegen, dass diese Information im Gewölbe bleibt. Das ist eine ernsthafte Anschuldigung und ich möchte diesen Verdacht noch nicht als erwiesen ansehen. Allerdings sollten wir diese Möglichkeit auch nicht außer Acht lassen. Es tut mir sehr leid, Son. Ich habe nicht erwartet, dass dieses Unternehmen gefährlich werden könnte. Das habt ihr nicht vorhersehen können, Vishra. Aber wir sollten vorsichtig sein. Es scheint einigen Leuten nicht entgangen zu sein, wonach wir suchen. Sie wollen die Angelegenheit lieber auf sich beruhen lassen. Wir müssen uns zunächst auf die gegenwärtige Aufgabe konzentrieren. Königin Antonia ist bereit, aufzubrechen. Wir müssen uns vorbereiten. Ich bin bereit, wo sollen wir uns treffen? Wir dürfen keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns unsere Abreise ziehen. Wir reisen mit leichtem Gepäck und mit einer kleinen Eskorte auf unserem Schiff. Wir werden in kleinen Gruppen an Bord gehen. Gut, ich frage mich allerdings, warum wir uns nicht besser schützen, wo wir doch mit einem Angriff rechnen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zunächst einmal habt ihr ihre Anzahl schon im Vorfeld verringert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Gelegenheit hatten, ihre Ränge wieder aufzufüllen. Nachdem wir ihre Pläne durchkreuzt haben, war dafür einfach nicht genug Zeit. Außerdem gibt es noch weitere, die der Königin gern schaden oder in ihrer Abwesenheit für Chaos sorgen würden. Das muss weitmöglichst geheim gehalten werden. Wir verlassen uns dann also auf unsere Eskorte. Ja, ich habe die besten Männer der königlichen Wache von Antonika mitgebracht und euch an meiner Seite. Ja, wir sind natürlich immer noch am besten. Ich glaube, für eine kleine Einsatztruppe schlagen wir uns ziemlich gut. Alles an allem könnte es eigentlich gar nicht besser sein. Wohin soll ich gehen? Kehrt zu den Docks zurück und sprecht mit Kapitän Celia. Sie wird euch eure Position auf dem Schiff zuweisen. Gut, in Ordnung. Wir sehen uns dann am Boot, Vishra. Schriftliche Beweise. Während wir darauf gewartet haben, dass Königin Antonia die Vorbereitungen für ihre Reise zum Treffen mit der Handelsgesellschaft Weitersee trifft, habe ich mich erboten, nach Proben der Handschrift von Antonius Bale dem Vierten zu suchen, um zu beweisen, dass Antonias Anspruch auf den Thron rechtmäßig ist. Im Konkordiumsgewölbe konnte ich ein paar Proben finden, wurde jedoch während meines Aufenthaltes dort unten von seltsamen Buchwächtern angegriffen. Aber ich konnte dem Hinterhalt entkommen und die Schriften zu Vishra bringen. Untergehen oder schwimmen. Es ist Zeit, die Königin auf ihrer Reise zu treffen, mit der Handelsgesellschaft Weidesee zu beschützen. Feldmarschall Vishra hat erwähnt, dass wir nun mit einer minimalen Eskorte reisen. Er möchte so wenig Aufmerksamkeit wie möglich erregen und auf diese Weise verhindern, dass diejenigen, die der Königin schaden wollen, bemerken, dass sie die Stadt verlassen hat. Ich muss mit dem Kapitän der Morgenblau sprechen, dem Schiff, das uns zu dem Treffen mit der Weiten See bringen wird. Ja, und mit diesem Captain werden wir in der nächsten Folge reden. Ich freue mich, dass ihr zugesehen habt und wünsche euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge.